Olympischen Spiele, die in Tokio stattgefunden haben, sind gerade vorbei. Und da gibt es etwas, das mich aber immer noch sehr beschäftigt. Und zwar der 100-Meter-Lauf der Frauen. Da sind alle drei Medaillen an Jamaika gegangen. Und ich fand es faszinierend, mit was für einer Distanziertheit und mit was für einer Kälte diese drei Frauen aus Jamaika miteinander umgegangen sind. Die haben Bronze, Silber und Gold geholt für ihr eigenes Land. Und da weiß ich nicht, hätte ich gedacht, dass die sich unglaublich miteinander freuen und füreinander freuen. Und das Gegenteil war der Fall. Da war dann gerade mal so ein halbherziges Schulterklopfen zu sehen. Und ja, dann sind sie auch ganz schnell wieder auseinandergegangen. Und ja, man könnte das so gut norddeutsch sagen, die haben sich nicht mal mit dem Hintern angeguckt. Und ich habe gedacht, die laufen doch für dieselbe Nation, die stammen doch aus einem Team, aber von Gemeinschaft war da überhaupt nichts zu spüren. Und dann habe ich aber auch das genaue Gegenteil erlebt beim Dreisprung, auch bei den Frauen. Und zwar hat da eine Athletin aus Venezuela die Goldmedaille gewonnen, hat sogar den Weltrekord gebrochen und es war noch eine Athletin aus Portugal dabei und eine Spanierin. Die haben sich so mitgefreut, so überschwänglich und so herzlich. Das war einfach unglaublich. Und da war ich ähnlich verwundert, weil ich dachte, eigentlich sind diese drei Frauen doch Konkurrentinnen. Aber sie können sich total klasse füreinander freuen. Ja, und das ist etwas, das es häufiger zu sehen gab. Nicht nur, dass sich Athletinnen und Athleten aus verschiedenen Nationen gegenseitig beglückwünscht haben, da sind sogar Freunde und Freundinnen gegeneinander angetreten. Ja, und was ich auch besonders toll fand bei diesen Olympischen Spielen, dass es wieder ein Team gab von Geflüchteten, ein Refugee Olympic Team, wo da Menschen angetreten sind zu den Olympischen Spielen, die weder mit ihrem Heimatland hätten antreten können, weil sie daraus ja geflohen waren, noch über das Land antreten konnten, das sie aufgenommen hatte. Wie gesagt, das hat es zum zweiten Mal gegeben und das finde ich einfach sehr, sehr schön, dass es das gibt. Über dieses Refugee Olympic Team hatten die Teilnehmenden, die Geflüchteten, nicht nur die Möglichkeit, dabei zu sein, sondern sie hatten die Chance, Teil einer Gemeinschaft zu sein, Teil der olympischen Gemeinschaft zu sein. Ja, und was ich daraus lerne, ist, Wettkämpfe sind wichtig bei einer Olympiade und sie sind natürlich auch ganz spannend anzugucken. Aber was noch viel wichtiger ist als die einzelne Goldmedaille, die da jemand für China holt oder für die USA oder für Portugal oder Spanien oder Israel oder Österreich, viel wichtiger als diese einzelne Errungenschaft ist die Gemeinschaft. Denn das ist, wie man sehen konnte, eine Gemeinschaft, die weit über Ländergrenzen hinausgeht. Ja, es sind einzelne Menschen, die bei Olympischen Spielen unglaublich viel Leistung bringen. Und ja, es sind einzelne Nationen, die bei so einer Olympiade gegeneinander antreten. Aber die Athletinnen und Athleten betreten ganz zu Beginn bei der Eröffnungsfeier das Stadion als Teil eines viel, viel größeren Teams. Und die Tatsache, dass es dieses Refugee Olympic Team gibt, macht das, wie ich finde, besonders deutlich. Und das bringt mich zu den Israeliten. Die Israeliten waren damals sozusagen auch ein Refugee Olympic Team. Einmal waren sie Flüchtende, weil sie vor den Ägyptern geflohen sind, aus der Sklaverei geflohen sind. Und dann waren sie Champions, Gottes Champions, natürlich. Und sie waren ein Team. Und auf uns heute trifft das auch zu. Wir sind auch auf der Flucht. Wir hier in Deutschland müssen Gott sei Dank nicht aus unserem eigenen Land fliehen vor Krieg, vor Gewalt, vor Hunger. Gott sei Dank nicht. Aber dafür gibt es genügend andere Dinge, vor denen wir immer wieder auf der Flucht sind. Vor seelischer und körperlicher Gewalt, die gibt es auch hier. Oder vor Arbeitslosigkeit, vor Krankheit, vor Tod, vor Gleichgültigkeit. Wir fliehen vor zu hohen Anforderungen. Oder wir fliehen vor der Realität an sich, weil wir sie nicht mehr aushalten können.
Und genauso wie die Israelitinnen und Israeliten damals sind auch wir Champions. Auch wir sind Gottes geliebte Kinder. Auch wir sind von Gott unglaublich wertgeschätzt. Ja, und da wäre es natürlich schön, wenn wir für Gott die eine oder andere Goldmedaille holen könnten. Vielleicht in der Disziplin Nächstenliebe. Und ein Team sind wir auch. Ja, jede und jeder einzelne von uns ist Gottes geliebtes Kind, aber wir sind keine Einzelkämpfer. Das hat Gott für uns nicht vorgesehen, dass jede und jeder für sich in dieser Welt sich durchs Leben kämpft. Aristoteles, der hat das schon erkannt, der hat gesagt, der Mensch ist ein nach Gemeinschaft strebendes Wesen. Und das ist eine Tatsache, machen wir uns da einfach nichts vor. Vor einiger Zeit bin ich über diesen Flyer gestolpert. Ich weiß, ihr seht das jetzt spiegelverkehrt, aber ich sag euch, was draufsteht. 12 gute Gründe, in der Kirche zu sein. Und dieser Flyer, der liegt übrigens auch inzwischen bei uns in der Kirche aus. Und besonders einleuchtend finde ich gleich den ersten Grund, der da genannt wird. Im christlichen Glauben bewahrt die Kirche eine Wahrheit, die Menschen sich nicht selber sagen können. Es gibt Dinge, die kann ich mir nicht selber zusprechen, die muss ich hören, die muss ich gesagt bekommen. Zum Beispiel, dass ich geliebt bin, dass ich bedingungslos angenommen bin, dass ich keine Angst haben muss, dass ich in Sicherheit bin, dass ich gesegnet bin. Das sind Sachen, die kann ich mir nicht selber sagen. Das sind Dinge, die kann ich nur als Teil des Teams Kirche erfahren und verstehen. So, jetzt gibt es da draußen aber noch mehr Teams. Das Team Christliche Kirche ist ja nicht das einzige, sondern wir haben da auch das Team Judentum, das Team Islam, das Team Buddhismus, das Team Hinduismus, das Team Geister- und Ahnenglaube und noch ein paar mehr. Und da bin ich wieder bei diesem olympischen Gedanken. Dass da mehr ist als nur der Konkurrenzkampf zwischen einzelnen Nationen. Da ist mehr als nur der Konkurrenzkampf zwischen einzelnen Religionen. Auch unsere Religionen und Konfessionen bilden ein Team. Ich weiß, das klingt jetzt ziemlich unglaublich, aber ja, wir alle sind ein Team. Und ich würde mir einfach wünschen, dass Jüdinnen, Muslime, Christinnen, Buddhisten, Hinduistinnen und viele mehr sich einfach als Teil einer weltweiten großen Familie sehen und miteinander friedlich existieren können. Und ich meine wirklich miteinander, nicht nebeneinander. Denn gemeinsam können wir doch viel mehr erreichen, wenn es um Frieden und um Gerechtigkeit in dieser Welt geht. Und wenn es darum geht, diese Welt zu einem Ort zu machen, an dem es sich gut leben lässt. Also, nicht du allein bist ein Priester, der diese Welt zu einem besseren Ort machen kann. Und nicht ich allein bin eine Priesterin, die für das Gute kämpft, sondern wir alle zusammen sind Teil eines weltweiten heiligen Volkes. Wir alle zusammen sind Gottes Team, ein Team, das für Gott so viele Goldmedaillen einsammelt, wie es nur irgendwie geht. Amen.